die Rolle des Lebens ist ja dann immer fragwürdig. Und dann wird es aber irgendwie so zusammengeschnitten, dass es gar nicht mehr die Rolle deines Lebens war oder ist. Und dann hast du dir zwei gesunde Zähne ziehen lassen. Ich habe Tom Cruise in Tropic Thunder auch nicht erkannt. Ich habe auch Gary Oldman nicht sofort erkannt. Willkommen zu einem neuen Streifzug der Filmgorillas. Wir reden heute über Transformation von Schauspielern. Also was sind Schauspieler bereit, um eine Rolle auf sich zu nehmen? Wie stark sind sie bereit, sich zu verändern, optisch, aber nicht nur optisch, sondern auch innerlich? Bei dem Thema Transformation von Schauspielern bietet es sich ja an, einmal darüber zu sprechen, wie du das aus dem Inneren heraus erlebst. Wir kriegen ja immer als Zuschauer nur das Endergebnis präsentiert, aber du machst diese Transformation ja selber mit. Du hast dich jetzt für die Kudamm-Serie zum Beispiel in die Helga Schöllack verwandelt. Genau. Das ist, also ganz kurz, die Kudamm-Serie spielt in den 50er Jahren, beziehungsweise jetzt auch Anfang der 60er Jahre. Ganz genau, wir spielen gerade 63, ja. Genau. Und wie ist das? Erzähl mir mal, also die Helga Schöllack sieht dir jetzt ja nicht komplett unähnlich. Ihr seid ja ein Typ, du musst dir jetzt nicht irgendwie dir eine neue Haarfarbe zulegen oder eine neue Körperstatur oder so, aber trotzdem frage ich mich, wie lange braucht denn das, bis aus Maria Erich Helga Schöllack wird? Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. So der erste Drehtag zum Beispiel ist immer der, an dem man, egal an welchem Set man dreht, immer sehr, sehr lange in der Maske sitzt. Weil da wird nochmal gesteckt, da wird nochmal ein bisschen probiert, was vielleicht irgendwie nicht so gut ist, was vielleicht besser klappt für diese Rolle oder für diese Szene dann in dem Fall. Bei Helga dauert es ungefähr eine Stunde plus minus, bis ich fertig bin. Also es ist wirklich mittlerweile schon so, unsere Maskenbildner sind wirklich ein super eingespieltes Team, mit denen wir auch schon ganz, ganz lange arbeiten. Und dann kommt natürlich noch Kostüm dazu und dann verwandelt man sich innerhalb von, ich glaube, maximal anderthalb Stunden in eine andere Person. Und Kostüm und Maske helfen auch ungemein, um in diese Rolle reinzukommen. Weil dadurch, dass wir eben in den 50ern und 60er Jahren spielen, hat man natürlich auch eine ganz andere Haltung. Und das machen die Klamotten dann auch ganz schön aus. Wenn du sagst, eine andere Haltung, meinst du tatsächlich auch eine andere Körperhaltung? Also hast du das Gefühl, du gehst oder du stehst anders? Ich habe gelesen in einem Interview, da hast du gesagt, in manchen Szenen sieht Helga Schöllack fast ein bisschen aus wie Audrey Hepburn. Ja. Das macht ja irgendwie auch was mit einem, oder? Wenn man sich irgendwie wie Audrey Hepburn fühlt, könnte ich mir vorstellen. Also, ja, absolut, absolut. Also ich hatte zum Beispiel auch jetzt gerade durch Quarantäne nicht, aber ich hatte für die ganze Drehzeit jetzt eigentlich so Gelnägel aufgeklebt. Und schon alleine das war so absurd, weil das hatte ich noch nie vorher. Und die sind halt so, die sind dann eben länger und du hast wirklich das Bedürfnis, mit deinen Händen zu reden und so richtig so zu gestikulieren und das macht man eigentlich, also ich als Maria mache das nicht und fand das deswegen so witzig, das so mitzunehmen und habe dann eben auch gemerkt, wie ich mich mehr und mehr da so in diese Zeit rein begeben kann. Das war schon echt toll, aber zum Beispiel hast du den Film Judy gesehen? Ja, Judy habe ich gesehen, ja. Über Judy Garland. Und als ich den angeguckt habe, ist mir das auch aufgefallen, weil das so krass war, wie sie diese Körperhaltung auch angenommen hat. Renee Zellweger, ja, ne? Das ist so. Ja, genau, wir können ja vielleicht einmal ganz kurz sagen, in Judy, das ist ein Biopic über Judy Garland und Renee Zellweger, spielt auch nur einen kurzen Ausschnitt von ihrem Leben. Ne? Das ist ja jetzt nicht die ganze Karriere, sondern es zeigt eigentlich eine späte Phase ihrer Karriere. Und das fand ich auch erstaunlich, wie sie durch die Kostüme, aber auch diese Zahnhaltung, wie sie das immer nachgemacht hat und die großen Augen, also da war schon wirklich einiges wieder zu erkennen. Und ich finde, Renee Zellweger ist sowieso so eins meiner, ich weiß nicht, ob Lieblingsbeispiele das richtige Wort ist, aber ich finde das so erstaunlich, wie diese Rolle der Bridget Jones einfach so an ihr haften bleibt und wie es immer darum geht, wie sie sich für Bridget Jones verändert hat. Also Bridget Jones kennt vermutlich die meisten von euch, für die Rolle hat Renee Zellweger halt
ich weiß gar nicht, 15 Kilo Fett, glaube ich, zugelegt. Ich glaube, ja. Also, ja. Und jetzt muss man dazu sagen, das finde ich immer so erschreckend, sie ist ja trotzdem noch eine normalgewichtige Frau. Sie ist nicht übergewichtig in der Rolle. Sie ist einfach eine durchschnittlich gewichtige Frau in der Rolle. Und trotzdem bleibt das so an ihr haften. Und auch wenn man die Berichterstattung dazu liest, geht es immer um die übergewichtige Bridget Jones. Und dabei hat sie einfach nur mal ein paar gesunde Funde. Das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Ja, absolut. Finde ich auch. Richtig bei dem Thema. Und auch da, wenn man, ja, wenn man da sieht, wie sich ihre ganze Körperhaltung, also allein dieser Vergleich Bridget Jones und Renée Zellweger als Judy Garland, wenn man da sieht, das ist ja nicht einfach nur ein Gewichtsunterschied oder ein Frisurunterschied, sondern das ist wirklich eine komplette andere Persönlichkeit, eine komplette Absolut. Körperhaltung, die da anders eingenommen wird. Was ich eben noch ganz spannend fand, du hast gesagt, du hast eine Stunde bis anderthalb brauchst du, bis du fertig bist in deiner Maske. Da gibt es ja auch ganz extreme Beispiele, wie sowas wirklich ewig dauern kann. Ich habe gelesen, dass Gary Oldman für den Film The Darkest Hour jeden Tag 4 Stunden in der Maske sitzen musste und dann, wenn der Dreh vorbei war, noch 1 Stunde, um das alles wieder runterzubekommen. Also in The Darkest Hour geht es um Winston Churchill, der gerade so die ersten Tage als Premierminister in der UK erlebt und im Zweiten Weltkrieg sich gerade durchsetzen muss. Und es ist ein unfassbar toller Film. Und Silke, wie du gerade schon gesagt hast, die Maske ist unglaublich. Also ich kenne Altersmasken und ich weiß, wie viel Arbeit das ist, die erstmal herzustellen. Also ich kann das mal kurz umreißen, das ist wirklich total krass. Du sitzt für Stunden in einem, also um diese Maske erstmal herzustellen, sitzt du für Stunden in einem Gips, der von deinem kompletten Kopf gemacht wird. Also wirklich komplett und nur deine Nasenlöcher bleiben frei. Das heißt, Leute, die klaustrophobisch sind, haben da echt ein ganz schönes Problem. Ich kann sagen, ich will nicht. Ja, und dann ist es halt so, dann werden diese Masken angefertigt aus Silikon und das wird dann wirklich für so einen krassen Film wie The Darkest Hour, ich weiß nicht, wie viele Masken die davon herstellen mussten, weil die nimmst du dann eben, die werden 4 Stunden draufgepackt, dann werden die ewig lange wieder runtergebastelt, dann sind die kaputt, dann muss da eine neue Maske drauf. Also die werden wirklich zerstört und das kostet unfassbar viel Geld. Das ist unglaublich. Also ich habe ein Making-of gesehen von dem Film, wo sie gesagt haben, dass sie wirklich, weil die musste so dünn sein, diese Silikonmaske, damit man halt auch noch das Mimikspiel von Gary Oldman sieht, die musste jeden Tag neu gemacht werden. Genau. Also er saß 4 Stunden in der Maske und der Maske, also wurde zurechtgemacht, aber zusätzlich musste ein Maskenbildner jeden Tag 3 Stunden so eine neue Haut anfertigen. Genau. Und was wirklich lustig war, die haben ein Bild gezeigt, wo sie alle Hautschichten aufgehoben haben und dann, das ist ja wirklich wieder so schön so abgerissene Gesichtshaut. Döner. Also ich finde, das hat sich ja auch wirklich gelohnt, weil du hast halt irgendwie nicht, in dem Film fand ich, du hast nicht so ein Abziehbild von Winston Churchill gehabt, sondern du hast wie so eine Morphose gehabt von Gary Oldman und Winston Churchill. Also du hast ja immer noch, okay, also ich gebe es zu, ich bin furchtbar schlecht in sowas. Ich habe Tom Cruise in Tropic Thunder auch nicht erkannt. Ich habe auch Gary Oldman nicht sofort erkannt in The Darkest Hour. Aber wenn du weißt, dass das Gary Oldman ist, ja, dann erkennst du halt auch das Mimikspiel. Und das finde ich Wahnsinn, wie das halt irgendwie geglückt ist. Ich finde, bei diesen Transformationen ist es eben, natürlich ist Maske, Kostüm, ist unfassbar wichtig, aber natürlich ist es auch der Schauspieler, der die Sache dann eben macht. Ne? Also wenn du dir Judy und The Darkest Hour angeguckt hast, dann siehst du ja, wie schrullig die beide spielen. Diese Körperhaltung von Renée, wie sie da die ganze Zeit so ich kann das gar nicht nachmachen. Also ich meine, du guckst dir dann halt stundenlang Videos von diesen Personen an, wenn du so ein Biopic drehst. Und schaust dann, was du demjenigen abverlangen kannst. Und ganz oft wird dann eben gesagt, ja, das ist Method Acting und bedeutet, dass die Leute gar nicht mehr aus ihrer Rolle rauskommen. Und das stimmt zu einem Teil, aber ganz, ganz grob erklärt bedeutet Method Acting eigentlich, dass du Erinnerungen von dir selbst mithilfe von einem kleinen Vehikel an deine Emotionen knüpfst. Und das heißt zum Beispiel, ich mache das dann so, wenn ich eine Rolle spiele, ich mache mir für jede meiner Rollen eine eigene Playlist. So, ich habe dann irgendwie Emotionen, da ist dann irgendwie die
die ich halt benutze, um irgendwie in eine traurige Gefühlslage zu kommen oder total happy zu sein, was auch super schwierig ist zum Teil. Das oder es gibt auch noch den olfaktorischen Faktor, den man halt mit reinbeziehen kann, also dass man sich ein Parfum für jede Rolle aussucht oder so, dass man sich halt so richtig so reindenkt oder der Figur eine Vorgeschichte gibt und damit macht man sie lebendig. Damit gibt man ihr ganz viel von sich selbst, damit nimmt die Rolle aber auch ein bisschen und es ist super schwer wieder rauszukommen, wenn du so tief drin bist, weil man dreht ja auch über Stunden lang und man muss es nochmal, nochmal, nochmal machen und dann halt wieder rauszugehen und wieder reinzukommen und deswegen entscheiden sich manche Schauspieler eben einfach dafür, drin zu bleiben und dann den ganzen Tag über mit, wie bei Lincoln, einfach mit Mr. President angesprochen werden ja, zu wollen. Stimmt, der ist ja gar nicht mehr anders am Set aufgetaucht. Ne? Ja, genau. Ja. Aber ich finde das so krass, weil in Deutschland gibt es eigentlich gar nicht so oft, dass man so dieses, dass man dieses klassische Method Acting hat, wo eben die Schauspieler nicht mehr so richtig rauskommen aus ihren Rollen. Zumindest ist es mir noch nicht so oft begegnet. Ich finde es halt so von den Transformationen her gibt es einiges, aber da ist auch noch so viel Luft nach oben. Ich glaube auch, aber wenn du sagst, das gibt es in Deutschland noch gar nicht, dann könntest du das ja ändern, Maria. Was wärst Soll ich du mir denn mal ein bisschen was anfressen? Was wärst du, aber mal ernsthaft, was wärst du bereit zu tun, wenn der nächste, ich weiß nicht, der nächste Fuck You Goethe-Teil klopft an und du sollst mitspielen, aber du musst dafür 25 Kilo Fett zunehmen, ungesund, keine Muskeln und dir zwei gesunde Zähne ziehen lassen. Würdest du das machen? Also wie weit würde man gehen für die Rolle des Lebens? Das naja. Ist ja auch so eine Frage, die man persönlich beantworten muss. Ja, also ich meine, die Rolle des Lebens ist ja dann immer fragwürdig. Ne? Man spielt das vielleicht dann und dann wird es aber irgendwie so zusammengeschnitten, dass es gar nicht mehr die Rolle deines Lebens war oder ist. Und dann hast du dir zwei gesunde Zähne ziehen lassen und bist da. aber ich meine, ich glaube, so Sachen wie zum Beispiel für eine wirklich tolle Rolle, für eine ganz tolle Figur, für einen Regisseur, dem ich vertraue, oder eine Regisseurin, der ich vertraue, würde ich mir schon also die Haare ganz kurz schneiden lassen. Ich würde mir die auch mal abrasieren lassen. Das ist ja sowieso Haare sind keine dieses, Zähne, die wachsen nach, genau. Haare wachsen nach. Wenn ich jetzt so an diese Gewichtsnummer denke, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Weil in Deutschland ist es eben so, du bekommst halt, sagen wir, 4 Monate, 5 Monate, bevor der Dreh losgeht, im besten Fall vielleicht mal ein Jahr, wenn du irgendwie schon lange vorher mit einbezogen bist im Projekt, bekommst du Bescheid, ob du die Rolle spielen kannst oder nicht. Und so viel Kilo zuzunehmen oder abzunehmen in so einer kurzen Zeit, das ist einfach super ungesund. Und selbst wenn es die Rolle meines Lebens wäre, das ist es mir dann auch persönlich einfach nicht wert. Weißt du, ich meine, vielleicht bin ich da nicht... Beruhigt mich jetzt sehr. Künstlerin genug, keine Ahnung. Aber das ist wirklich, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Nein, Maria, sehr sympathisch. Ich habe gerade schon, das beruhigt mich wirklich sehr. Ich glaube, ich wäre dazu auch nicht bereit. Also, was ist dein Fazit zum Thema Schauspielertransformation? Was findest du am beeindruckendsten? Was ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben bei all den Eindrücken, die du zu dem Thema schon gesammelt hast? Also, ich finde, dass Transformationen im Film immer, immer, immer notwendig sind, weil sonst ergibt es ja auch irgendwie keinen Sinn, dass man es spielt. Aber ich finde, dass man auch so viel aus sich selber holen kann, dass es irgendwann nur noch eine Frage ist, ist dieses Kilo zu viel oder zu wenig vielleicht ein bisschen PR? Oder ist es wirklich, wirklich notwendig, damit der Schauspieler auch echt in diese Rolle reinkommt? Verratet uns doch mal, welche Schauspielertransformation euch am meisten begeistert hat, welche euch am meisten hängen geblieben ist und schreibt das gerne in die Kommentare bei uns. Ganz genau. Und wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr unseren Kanal Filmgorillas abonnieren würdet. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Tschüss. Ciao.